Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ja, in letzter Zeit haben mich viele wieder im Stream gefragt, hey Maus, kannst du nicht nochmal was zu Autolodern machen? Ich habe da so meine Probleme mit, will ich gerne nachkommen und habe jetzt einfach mal für euch zwei Autoloder dabei, die ein bisschen spezieller sind. Es gibt bei den Autolodern so gewisse Unterschiede. Das heißt, erstens, inwiefern oder wie schnell sie den Clip leer machen und zweitens, wie groß der Clip überhaupt ist. Zum Beispiel die Badjet 25 Tonnen oder die Badjet 25 Tonnen AP haben beide das Potenzial, auf ihrer Tierstufe jeweils mit einem Magazin eigentlich relativ viele Kontrahenten auszuschalten, direkt wegzuklippen. Dann gibt es wieder Autoloder, wie jetzt zum Beispiel den Progetto 46 oder den Panzer, den ich gleich noch für euch dabei habe, den Skoda T50 auf der Tierstufe 9. Die haben jeweils nur 3 Schuss im Magazin und haben auch nicht die Clipgröße, um die meisten ihrer Kontrahenten mit einem Clip direkt zu besiegen. Das bedeutet, dass ihr in erster Linie erstmal dafür da seid, unterstützend einzugreifen und vor allem dem Gegner HP zu entziehen. Ich habe jetzt 2 Replays für euch dabei, wo wir beide Male Top-Tier sind und das finde ich teilweise schon speziell oder anspruchsvoll genug. Ganz einfach, weil ich mit meinen Autolodern tatsächlich häufig lieber irgendwo im Mittelfeld mitschwimme als Mid-Tier, vielleicht mit dem Progetto sogar als Low-Tier. Der Progetto ja zusammen mit der Lorraine 40 Tonnen in meinen Augen der beste 8er Premium Medium, den es überhaupt gibt. Und wenn ihr vorhabt, Frontline sehr viel zu spielen und auch Credits grinden wollt, dann denke ich, ist der Progetto da eine gute Wahl. Ja, wir haben jetzt hier beim Progetto zum Beispiel ein Magazin mit 3 Schuss. Das ist jetzt hier bei den Italienern die Revolver-Lademechanik. Wir haben 240 Alpha-Schaden, macht summa summarum 720 Schaden, die ihr mit einem Magazin dem Gegner zufügen könnt. Das reicht für keinen Achter dieser Welt, um ihn rauszunehmen. Es gibt ein paar Siebener, die könnt ihr mit diesen 720 vielleicht rausklippen und wenn dann maximal wahrscheinlich noch einen Sechser, den ihr dann da mit den 720 Schuss rausnehmen könnt. Ansonsten, wie gesagt, ist dieser Panzer ehrlich gesagt am Anfang mehr ein Unterstützungsfahrzeug und lebt davon, hier und da die Schüsse zu setzen, bis er dann am Ende der Runde in den Late-Game-Szenarien, ja, die Panzer reihenweise rausnehmen kann. Wir sind jetzt hier unterwegs in einem 5-10 Matchup, 5 Achter auf beiden Seiten, im Gegnerteam sogar 2 Progettos, in unserem Team Panther 2, IS-3 gegen IS-3 Alpha, also wir haben auf beiden Seiten 2 Achter Autoloader, beide mit der sogenannten Revolver-Autolademechanik da hinten. Ich habe jetzt erst kurz überlegt, ob ich auf den Hügel rauffahre, habe es mir dann aber verkniffen. Wollte erstmal so schauen, was kommt denn hier? Der Progetto hat direkt das Magazin fertig geladen gehabt, als ich hier um die Ecke rumgefahren bin. Der gegnerische Progetto hat sich überraschen lassen und somit konnten wir ihm hier schon mal 717 Schaden mit dem ersten, perfekten Magazin zufügen. Jetzt habe ich hier noch weiter geschaut, ob hier noch was kommt. Ihr wollt mit solchen Panzern auch nicht in All-In-Situationen gehen. Ja, ganz anders als zum Beispiel mit einer Badjet oder einer Badjet 25 Tonnen AP. Da kann man das schon mal machen. Da kann man in diese 1 gegen 1 Szenarien reingehen, weil man diese Clipgröße hat, den Gegner meistens komplett klippen zu können. Das habt ihr mit dem Progetto nicht und auch nicht mit dem Skoda T50, auch nicht mit dem TVP auf der Tierstufe 10. Das reicht meistens nur, um einen großen Teil der HP abzuziehen oder teilweise nur 50% der HP abzuziehen. Aber es reicht halt eben nicht, um den Gegner komplett rauszunehmen. Viele, viele Leute behaupten ja auch, dass die Autoloader grundsätzlich OP in diesem Spiel sind. Das sind dann meistens Leute, die auf ihrem Autoloader, auf dem jeweiligen Autoloader, meist nicht mal den durchschnittlichen Schaden pro Runde haben, den der Panzer als HP hat oder im Zweifel eher unterperformen. Es ist natürlich so, und das muss ich natürlich zugeben, wenn jetzt ihr in einem Gefecht seid, ihr seid zum Beispiel ein 8er oder ein 9er und die 10er Badjet hat sich vorgenommen, genau euch anzugreifen, euch rauszuklippen, dann wird das in der Regel zwar die Badjet, wenn sie das total unüberlegt machen, das Leben kosten, aber ihr könnt dagegen in den seltensten Fällen was tun. Und das ist so der Grund, warum viele wahrscheinlich auch der Meinung sind, dass Autoloader völlig overpowered sind. Sie sind sehr stark, aber, und jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsvokabular, der Skill Cap ist extrem hoch. Warum? Weil die Autoloader allesamt eigentlich extrem
leicht gepanzert sind. Das heißt, wenn ihr nur einen Fehler macht, werdet ihr sehr, sehr schnell und sehr konsequent bestraft. Und auch diese Leute, die sich dann mit ihrem Autoloader auf euch draufstürzen, die schaffen es dann vielleicht, euch rauszunehmen. Und für euch ist die Runde extrem bitter gelaufen. Aber wie oft habe ich das schon erlebt, dass sich eine 10er Badjet, weil sie mich unbedingt rausklippen wollte, weggeschmissen hat, wenn ich in einem 8er Light oder sowas drin saß, weil er dann einfach, ja, nur mich gesehen hat und alles andere um sich herum vergessen hat. Das Schwierige mit den Autolodern ist eigentlich, immer diesen Plan B zu haben oder beziehungsweise einen Schritt weiter zu sein. Was mache ich, wenn mein Magazin leer ist? Das Spielen ohne Ball, ich habe es ja auch schon in diversen anderen Videos, gerade als ich angefangen habe mit YouTube, habe ich ja mit der Advanced Gameplay-Reihe zur Badjet angefangen, die meiner Meinung nach heute immer noch aktueller ist denn je, weil das Gameplay sich mit der Badjet eigentlich nicht wirklich groß verändert hat. Ihr habt jetzt hier in dem Fall bei einem Progetto den Luxus, dass er immer wieder Schüsse nachlädt, aber der letzte Schuss, der ins Magazin geladen wird, der dauert dann dementsprechend auch am längsten, beziehungsweise andersrum, der erste Schuss, der in das Magazin reingeladen wird, der dauert extrem lange. Bedeutet, wenn ihr das Magazin einmal komplett leer geschossen habt, so wie jetzt, dann dauert es gefühlt eine Ewigkeit, bis das Magazin wieder vollgeladen ist. Den Panzer, den ich gleich für euch dabei habe, im Skoda T50, da ist das anders. Da habt ihr 3 Schuss und wenn die verschossen sind, dann lädt er das komplette Magazin einmal nach. Er lädt aber nicht die Schüsse einzeln wieder nach, so wie das jetzt hier beim Progetto der Fall ist. Macht für die Spielweise aber kaum einen großen Unterschied, weil wenn ihr die Möglichkeit habt, jetzt hier mit so einem Progetto einen Panzer rauszunehmen, dann macht ihr dafür auch trotzdem das Magazin leer. Jedenfalls spiele ich das so und ich denke, das würden auch die meisten so spielen. Es gibt natürlich dann diverse Möglichkeiten, diesen Panzer als Einzellader zu spielen, aber das macht echt nur in den Fällen Sinn, wo ihr euch ganz sicher sein könnt, der Gegner kann da jetzt nicht weg und ihr habt die Möglichkeit, durchgehend auf ihn zu schießen. Ansonsten würde ich immer empfehlen, ganze Magazin raus, in Deckung fahren, in Ruhe nachladen, wieder die Situation neu analysieren, neu beurteilen und dann wieder rausfahren und wieder neu angreifen. Ja, also von daher unterscheiden sich meine Spielvarianten oder meine Spielweisen eigentlich nicht. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist am Anfang durchaus den einen oder anderen Panzer runtergeschossen, die AP abgezogen. Jetzt hatten wir doch bei dem einen oder anderen Panzer die Möglichkeit, ihn rauszunehmen, wie beim T29, wie bei dem IKV und dem Jagdpanther, beziehungsweise dem Panther 2. Oder nee, was war es, ein Panther. Da nehmen wir die Möglichkeit dann natürlich wahr, also ich mache das jedenfalls und versuche da dann die Kanonen aus dem Spiel zu nehmen, weil jede Kanone, die aus dem Spiel ist, kann eurem Team keinen Schaden mehr zufügen und ihr habt wiederum die Möglichkeit, dann vielleicht im Late Game noch aggressiver zu sein. Es ist nichts ärgerlicher, als wenn da irgendwo so ein Panzer wie der Jagdpanther jetzt in diesem Gefecht weiter am Leben ist, vielleicht mit 12 AP und hat dann noch 320 Alpha-Schaden, die euch drücken kann. Bis jetzt ist die Runde extrem gut gelaufen. Wir sind schon bei über 4.500 kombinierten Schaden, 3 Kills und haben noch nicht einen HP verloren. Und das ist genau die Art und Weise, wie ihr am Anfang rangehen solltet mit den Autolodern. Egal, ob ihr jetzt Top-Tier, Mid-Tier oder Low-Tier seid, eure AP solltet ihr euch grundsätzlich aufsparen für das Late-Game, für die Mitte und das Ende des Gefechts, weil da wird meistens entschieden, wird es jetzt ein Sieg oder wird es eine Niederlage. Und wenn ihr dann noch in der Lage seid, eure HP dezent einzusetzen, um hier und da mal sich einen Schuss zu fangen und dafür dann 3 in Retour zu geben, dann habt ihr auf jeden Fall schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Wir konnten jetzt hier den 4. Panzer rausnehmen, den gegnerischen Progetto. Und das war ziemlich wichtig, weil jetzt ist keiner von den beiden Progettos mehr am Leben. Und wir haben im Prinzip nur noch Einzellader gegen uns. Der IS da hinten versucht gerade zu türmen. Aufgrund der guten Sichtweite von unserem 8er Medium haben wir ihn outspottet und sind erst beim ersten Schuss aufgegangen. Da hatte der IS aber schon keine Chance mehr zu entkommen. Schon gar nicht, wenn er so frei übers offene Feld fährt. Wir haben jetzt fast das Magazin wieder komplett nachgeladen, weil wir nur 2 Schuss brauchten. Und da hinten steht der Rheinmetall. Auch hier habe ich jetzt versucht, ihn rausnehmen zu können. Habe jetzt auch den letzten Schuss aus dem Magazin, solange er da noch gespottet ist. Kein Mensch weiß, wie lange er da vielleicht noch gespottet ist. Ich denke, er steht da im Proxy-Spot gerade. Und wir konnten jetzt tatsächlich auch noch unseren 6. Kill mitnehmen. Also 10-7, die Runde ist noch nicht vorbei, aber wie gesagt, wir sind gut dabei und haben jetzt mittlerweile schon 6.000 kombinierten Schaden auf der Uhr.
Ja, und wie gesagt, gerade dieses das HP aufsparen und dann zur richtigen Zeit aber wissen, wann muss ich denn meine HP einbringen? Sich mal einen Schuss fangen und dann dafür aber drei Schüsse raushauen. Das ist das große Geheimnis. Nicht das Magazin auf Krampf loswerden und dann keine Exit-Strategie mehr haben, nicht mehr irgendwo aus der Situation rauskommen und dann die ganzen HP wegschmeißen. Und das ist leider so die Regel, wenn man einigen Autoloader-Fahrern zuguckt, die gerade anfangen mit sowas wie der Badget oder einem TVP, die dann auf Krampf euch unbedingt noch den letzten Schuss drücken wollen. Manchmal ist es auch klüger, einfach vielleicht erstmal nur zwei Schüsse zu drücken, wieder in Deckung zu fahren, den gegnerischen Reload abzuwarten, um dann letztendlich vorbereitet zu sein, um ja nochmal anzusetzen. Aber wie gesagt, dieses DAP zusammenhalten, DAP aufzusparen für dann die letzten Situationen. Jetzt in diesem Gefecht brauchen wir es tatsächlich nicht. Ihr seht das, 14-9 und wir haben immer noch keine HP verloren. Das ist natürlich dann eine perfekte Runde. Dass das nicht immer so ist, brauche ich sicherlich auch keinem zu sagen. Aber dann kommt es halt auf euch drauf an, auf dieses ja, sogenannte HP-Management. Mehr austeilen, als man, einsteckt. Und ja, von der Arti, die Arti jetzt die einzige Kraft, die uns hier nochmal HP abziehen konnte. Aber zu dem Zeitpunkt war das Gefecht schon vorbei und wir haben jetzt hier 7 Kills gemacht. Postgame-Stats würde ich sagen, schauen wir uns später an. Jetzt gucken wir uns nochmal einen ähnlichen Kandidaten auf der Stufe 9 an. Ja, diesmal sind wir unterwegs im Skoda T50, ich hatte es ja schon gespoilert, auf der Karte Gletscher, 357, also luxuriöse Ausgangssituation. Auf der anderen Seite, ich hatte es ja eben auch schon im ersten Replay angesprochen, ich bin gar nicht so der Freund davon, mit solchen Unterstützungspanzern wirklich in so einem 357 Top-Tier zu sein, weil diese Top-Tier-Situation bedeutet ja auch immer, dass ihr eine gewisse Verantwortung tragt und ihr seid trotzdem aber nicht der Panzer, der jetzt unbedingt das große Tanken anfängt. Ihr seid ein Autoloader, der ja im wahrsten Sinne des Wortes eine unterstützende Kraft darstellen soll. Auch gerade jetzt hier dieser Skoda T50 hat ja auch nur ein 3-Schuss-Magazin mit jeweils 320 Alpha-Schaden, macht 960 Schaden, die ihr mit einem Magazin rausdrücken kann. Wenn wir jetzt mal anschauen, hier der Skoda T50 selber hat 1650 HP und die meisten Neuner liegen irgendwo so in dem Bereich, dass ihr halt nicht die Möglichkeit habt, euresgleichen mit einem Magazin rauszunehmen und auch Achter könnt ihr in der Regel nicht rausnehmen. Da ist jetzt ein T71DA, der da versucht hochzufahren und das ist natürlich immer ganz wichtig, dass man die Lights davon abhält, da jetzt hochzufahren. Also das war schon mal eine erste gute Aktion. Nicht vom T71, der hat alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Aber gut, ich persönlich bin auch kein Freund davon, da sofort hochzueiern, weil das letztendlich immer so eine Tombola-Geschichte ist. Oder besser gesagt Roulette, rot oder schwarz. Entweder schafft ihr es oder ihr seid tot. Er ist jetzt geplatzt. So, und ihr wartet natürlich immer darauf, dass irgendwo Fehler gemacht werden. Ihr versucht irgendwie ja, auszuloten, wo sind denn gute Möglichkeiten, das Gegnerteam zu treffen, dem Gegnerteam Schaden zuzufügen. Hier jetzt gegen den IS-3 will ich ehrlich gesagt gar nicht pieken, weil er mich auf jeden Fall penetriert und ich keine Lust habe, da jetzt gegen ihn anzugehen. Dann trifft mich vielleicht noch die Arti, im Hintergrund werden sicherlich noch TDs stehen. Vielleicht haben wir eine Möglichkeit, jetzt hier hochzufahren, aber das hat gerade hier der 1375 vor. Wir konnten ihm zwei mitgeben, haben jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass sowohl der Stritzwan S1 als auch die Su 100 M1 an uns gebaut sind. Kommt auch nicht allzu häufig vor, aber wir haben dem zweiten Leid verwehrt, da hochzufahren. Der AMX 1357 aus unserem Team, der sich noch als extrem wichtige Stütze präsentieren wird, hat ihn hier rausnehmen können und jetzt ist der Weg frei, nach oben zu fahren. Ich drehe schon mal den Turm, weil ich davon ausgehe, dass genau das passiert, dass da hinten der IS-3 steht. Er schießt zum Glück daneben und das gibt mir jetzt die Zeit, ganz in Ruhe einzuzielen, sichere Schüsse zu machen. Auch das ist eine Sache, gerade wenn ihr in einem Autoloader sitzt, der nicht sofort jeden Schuss nachlädt. Wenn ihr dann die Möglichkeit habt und der IS-3 verschossen hat, dann nehmt euch die Zeit, aimt die Schüsse voll durch. Das war jetzt ein perfektes Magazin auf die Oberwanne vom IS-3.
Und jetzt sollten wir in dem Bereich sein, wo er uns definitiv nicht mehr spottet. Er bewegt sich auch nicht großartig. So ein IS-3 alleine ist natürlich freiwillig für so ein 9er Medium, weil er halt, wie gesagt, kaum Sichtweite hat. Ich glaube, 350 Meter Basissichtweite wird er mich da im Leben nicht spotten. So, und jetzt hatten wir noch einen Schuss drin, sind sofort in Reload gegangen. Auch das so eine Sache, die man lernen muss bei Autolodern. Der AMX 5000 ist dafür so ein ganz gutes Beispiel. Der hat auch die Clipgröße, einen ganzen Panzer wegzuklippen auf der Tierstufe 8. Also der AMX 5000 mit 6 Schuss hat keine Probleme, so ein IS-3 oder ein Tiger 2, whatever, einfach mit einem Magazin rauszunehmen. Aber dafür lädt er fast eine Minute nach. Und dann muss man sich wirklich überlegen, wenn ich jetzt 3 Schuss von 6 schon rausgehauen habe, macht es jetzt Sinn? Habe ich die Zeit, in den Reload zu gehen? Behalte ich die Schuss drin? Bei den tschechischen Mediums ist es eigentlich immer eine recht einfache Entscheidung, gerade bei dem Skoda T50. Die Magazin-Reload-Zeit ist ähnlich wie beim T57 enorm schnell, brutal schnell und erlaubt es einem eigentlich in jeder Situation, selbst wenn man nicht alle Schuss genutzt hat, sofort wieder in den Reload zu gehen. Und ihr wollt, wenn ihr dann das nächste Ziel angreift, immer wieder 3 Schuss konsequenterweise parat haben. Warum? Weil ihr natürlich dann im Zweifel euch selber einen Schuss einsteckt. Und wenn ihr schon einen eingesteckt habt, dann wollt ihr wenigstens alle 3 raushaben. Es gibt genug Spieler, die man immer wieder sieht, die dann zum Beispiel auch mit einer Badjet oder so sich sagen, komm, ich greife den Panzer an. Dann feuern sie 2-mal und auf einmal hören sie auf zu feuern und man stellt fest, oh, der ist jetzt wirklich mit 2 Schuss, die er im Magazin hatte, da reingefahren, obwohl er genug Zeit hatte, zwischendurch das Magazin nachzuladen. Dann gibt es wieder Leute, die bei den Autolodern Schüsse verschwenden, weil sie nicht wissen, dass sie auf C drücken müssen, um das Magazin nachzuladen. Also wie oft habe ich das schon gesehen, dass es tatsächlich Leute gibt, die durch die Gegend fahren mit ihrem Autoloder und dann machen sie mit dem AMX 1390 zum Beispiel 3 Schüsse und feuern den 4. irgendwo in die Heide, damit das Magazin wieder nachlädt. Also auch das sind so Sachen, man sollte sich natürlich auch mit der Steuerung des jeweiligen Spiels ein bisschen auseinandersetzen. Ich habe jetzt hier keine Chance mit aus dem Winkel die SU zu penetrieren. Die SU ja auch für einen 7er TD mega hart gepanzert. Also immer wieder die Überlegung anstellen, habe ich jetzt die Zeit nachzuladen? Sollte ich jetzt in den Reload gehen? Wie gesagt, bei den Tschechen ist das noch relativ einfach. Bei den Franzosen ist das immer so eine Sache. Gerade so auch bei der Badget 25 Tonnen AP, der 9er. Der hat zwar auch 6 Schuss im Magazin, also die 50-100 Kanone, aber er lädt halt auch unglaublich lange nach. Und das ist halt so eine Sache, wie gesagt, da muss man sich schon ganz genau überlegen, macht das jetzt Sinn, in den Reload zu gehen oder habe ich gleich nochmal die Chance, die letzten 3 Schüsse loszuwerden, was ihr auf gar keinen Fall machen solltet. Und das ist auch wieder so eine Sache, die ich nur immer wieder betonen kann. Versucht nicht auf Krampf, euer Magazin loszuwerden. Gerade bei den Panzern wie den Badgets, die doch einen etwas erhöhten Intra-Clip-Reload haben. Das bedeutet, zwischen den Schüssen mehr als 2,5 Sekunden. Ich glaube, bei der Badget 25 Tonnen sind es 2,7 Sekunden. Da müsst ihr dann echt Abstriche machen und sagen, okay, manchmal muss man auch einfach froh sein, die 2 Schuss untergebracht zu haben. Und dann fährt man erstmal wieder in Deckung. Das ist halt auch einer der viel zu häufig gemachten Fehler, dass die Leute, wenn sie ein 5-Schuss-Magazin haben, um jeden Preis diese 5 Schuss auch reindrücken wollen. Koste es, was es wolle. Völlig egal, ob der Jagdpanzer R100, der da vor ihnen steht, jetzt gerade wieder nachgeladen hat oder nicht. 2 Schuss wären möglich gewesen. Beim 3. hätte der Jagdpanzer R100 wieder nachgeladen. Und dann gibt es genug Leute, die dann sich diese 1000er-Schelle fangen, nur um den Rest des Magazins leer zu machen. Und das ist auch so eine Sache, die müsst ihr euch ganz schnell abgewöhnen, wenn ihr noch erfolgreicher mit euren Auto-Reloadern sein wollt, beziehungsweise euren Autoloadern. So, wir haben jetzt hier den UDES rausgenommen und ihr seht, ich lade direkt wieder nach. Der UDES war ein bisschen unerwartet. Ich dachte, dass der 50 TP da vielleicht nochmal rauskommt. Jetzt hat sich der UDES angeboten, da sage ich natürlich nicht nein. Aber mit einem Schuss weniger Magazin, da lade ich auf jeden Fall nochmal nach und ihr seht ja, wie schnell das jetzt hier geht. Auch die SU konnten wir rausnehmen und ich gehe direkt wieder in den Reload, weil ich jederzeit warte darauf, dass die Badget 25 Tonnen AP oder der 1390 mich hier angreift. Die Gegner haben ja noch selber drei Autoloader in ihrem Team. Badget 25 Tonnen AP und der AMX 1390, die wurden schon relativ lange nicht mehr gespottet.
Und deswegen habe ich jetzt jedes Mal wieder sofort den Reload-Knopf gedrückt, weil ich immer wieder, wenn die mich dann angehen wollen, drei Schuss zur Verfügung haben möchte, wenn die Bedjet 25 Tonnen AP zum Beispiel vollgeladen ist, die jetzt gerade geplatzt ist, weil sie verunfallt ist, GG. Und der T69 wurde rausgenommen von unserem AMX 1357, der schon 5 Kills gemacht hat hier als Low-Tier-Light, also auch hervorragend. Aber so eine Bedjet 25 Tonnen AP zum Beispiel, wenn sie vollgeladen wäre, könnte mich ohne Probleme rausnehmen. Und ihr müsst halt auch gerade, das ist halt auch eine Sache, wieder eine Sache, warum die Leute oder viele Leute der Meinung sind, dass Autoloader OP sind, weil man halt sich davor schützen muss, dass plötzlich der Autoloader um die Ecke kommt. Jetzt haben wir zum Beispiel hier den 50 TP ein bisschen verarscht. Der denkt, wir stehen da immer noch oben. Wir sind aber hinten runtergefahren und kommen jetzt von hinten wieder und sagen mal Hallo in die Runde. Und es ist genauso wie mit dem FV183 oder dem FV4005. Auch wenn man da einen Fehler macht, ist man rucki zucki 1700 HP los. Also ob ich jetzt in den Autoloader unbeabsichtigterweise oder unaufmerksamerweise reinfahre oder in den FVTD, macht eigentlich von der HP-Zahl keinen Unterschied. Und der Grund ist, wie gesagt, die Leute empfinden diese Panzer als overpowered, weil nicht genug darauf geachtet wird, hey, wo ist der Panzer denn aufgegangen? Dann gibt es halt auch immer noch genug Leute, die sich dann fahrlässig von den Mitspielern isolieren, sodass ihr einem geübten Auge die Möglichkeit gibt, euch ohne irgendwelche großen Risiken rauszunehmen. Also es ist immer so ein bisschen, wenn das ein geübter Autoloader-Fahrer ist und er sieht, alles klar, er kann euch mit einem Magazin rausnehmen und fängt sich maximal einen Schuss von euch. Und weiß dann, alles klar, ihr seid alleine und glaubt mir, gute Spieler sehen das, dann habt ihr halt ein großes Problem. Also das ist häufig genug, dass die Ursache dafür, warum Leute rausgehen gegen Autoloader, weil sie sich von ihrer Herde isoliert haben und die Jagd- oder die Raubkatzen dann natürlich auf den schwachen Isolierten gehen, der irgendwo alleine ist. Und deswegen sollte man immer schauen, gerade wenn noch nicht klar ist, wie sich das Gefecht auf der Minimap entwickelt, dass man im Schulterschluss mit den Verbündeten arbeitet, dass man sich nirgendwo isoliert, dass man diesen Autolodern auch keine Chance gibt, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihren ganzen Panzer dafür zu verlieren, ja, irgendwo euch rauszunehmen. Das waren jetzt gerade schon wieder ein paar Beispiele, die wir hier gesehen haben. Der 1390 hat sich isoliert, hat gekappt. Der Stritzmann S1 ist zu lange in der Basis stehen geblieben. Okay, die Bedjet 25 Tonnen AP ist verunfallt. Aber auch der 50 TP ist ohne Rückendeckung oder hat ohne Rückendeckung versucht, da jetzt auf den Hügel zu fahren. Und das ist natürlich dann ein Traumszenario, wenn ihr als Autoloader einen nach dem anderen rausnehmen könnt. Wir haben jetzt hier 6 Kills gemacht, der AMX 1357 auch 6 Kills. Also das ist so ein Traumszenario, wenn sich die Gegner alle fahrlässigerweise zum Schluss selber isolieren. Und deswegen versucht, wenn ihr gegen Autoloader spielt, immer mit eurem Team zu kommunizieren, versucht immer zu zweit, zu dritt zu sein oder fahrt zumindest so, dass ihr euch gegenseitig unterstützen könnt, bleibt in der Reichweite eurer TDs, sodass, wenn dieser Autoloader dann einen Angriff auf euch startet, er zumindest den Preis dafür bezahlen muss und nicht völlig umsonst damit wegkommt, wie wir zum Beispiel im Progetto in dem ersten Replay, was ich euch gezeigt habe, da haben wir ja auch 7 Kills gemacht und haben bis zum Schluss nicht einen einzigen HP verloren. Warum? Weil sich die Gegner alle selber isoliert haben und weil keiner dafür gesorgt hat, dass wir den Preis zahlen müssen. Und das ist so eine Sache, es kostet einiges an Übersicht, selber Autoloader zu fahren, selber erfolgreich Autoloader zu fahren. Und es kostet auch sehr, sehr viel Übersicht, nicht in diese Autoloader-Falle hineinzufahren. Und wenn man das aber irgendwie berücksichtigt, dann sind, und das muss man jetzt fairerweise sagen, auch die meisten Autoloader-Fahrer nicht so stark, dass sie euch da ernsthaft in Schulitäten bringen, sofern ihr ein wachsames Auge habt. Ich würde sagen, wir blicken einmal kurz auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde im Progetto war ein Panzer Ass, 247.000 Credits, 5.485 Erfahrungen, 3 Bonds für unser Großkaliber, Tank Sniper und die Kriegermedaille. Schauen wir mal ganz kurz auf den detaillierten Report. 5.523 Schaden, 7 Kills, 1.741 Basiserfahrung. Gucken wir mal ganz kurz, was die gegnerischen Progettos geleistet haben. 1.500 Schaden und 284 Schaden. Das ist natürlich zu wenig, gerade als Top-Tier so abzuschneiden. Wie gesagt,
Die Kollegen sind da deutlich, der eine zu passiv, der andere zu aggressiv rangegangen. Ihr solltet immer versuchen, aus der zweiten Reihe für euch selber auch Spots zu generieren, für euch selber auch den Schaden anzubringen. Bisschen schlauer als die Gegner zu sein, immer einen Schritt vorausdenken, das ist die Kunst beim Autoloaderfahren. Gucken wir ganz kurz hier auf den detaillierten Report. 32 Mal geschossen, 29 Mal getroffen, 26 Mal penetriert, 2247 Unterstützungsschaden, macht kombiniert 7700 Gesamtschaden und davon 4700 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter. Also das ist das, was ich mit meine aus der zweiten Reihe in 8 Minuten 53 und satte 200.000 Credits in einer Runde hier plus gemacht. Gucken wir ganz kurz auf das zweite Match. Auch das war ein Panzerass. 82.000 Credits, 2033 Erfahrung. Drei Bonds für Großkaliber, Tanksniper und die Top Gun, also gleiche Medaillenregen. Schauen wir ganz kurz hier drauf. 6.622 Schaden, 6 Kills, 1.355 Basiserfahrung. Gucken wir hier kurz drauf. 30 Mal geschossen, 27 Mal getroffen, 23 Mal penetriert. 2.171 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter. Hier haben wir jetzt mal keinen Unterstützungsschaden gesammelt. 10 Minuten und 3 Sekunden hat das Match gedauert. Und weil wir zum Schluss die ganze Zeit Heat geschossen haben, hat es ein bisschen was gekostet, zusammen mit den Rationen, 40.000. Aber beide Matches zusammen sind wir immer noch bei 160.000 plus. Und ich denke, so kann man sich das dann auch finanzieren. Falls euch das gefallen hat, falls es euch für eure Autoloader-Karriere ein bisschen weitergeholfen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.